Herzlich willkommen zum Video vom DMX-Control-Jahrestreffen 2010. Wieder war ein Jahr vergangen und das DMX-Control-Jahrestreffen hat traditionsgemäß am langen Himmelfahrtswochenende stattgefunden. Wir haben das frühere Entwicklertreffen umbenannt, weil wir dabei sind, den Verein DMX-Control Project zu gründen. Unsere Agenda 2010 war sehr lang, über einen Meter. Dieses Jahr haben wir einen neuen Fanshop-Artikel, der von Martin allen Teilnehmern als Dank für ihre Arbeit übergeben wurde. Es ist die offizielle Desklamp mit der DMX-Control-Aufschrift. Das diesjährige Treffen fand übrigens wieder am K14 statt, dem Handlungsort unseres Buches. Zum ersten Mal hatten wir die Möglichkeit, 3 Tage lang durchgängig die Zeit im K14 zu verbringen. In der Küche war die Cola, Bier und Schokoladenbar. Rechts hier ist zu sehen Susanna gerade bei der Essensausgabe. Natürlich haben die Hungrigsten immer in der ersten Reihe gestanden. Wir haben diesmal auf Selbstverpflegung durch mehrere DMX-Control-Küchenteams umgestellt, was wunderbar funktioniert hat. Am ersten Tag konnten wir als neue Teilnehmer Marcel und Markus begrüßen. Der Tag begann mit dem Aufbau der mitgebrachten Technik. Diesmal hat uns Paul 10 LED-Washer mitgebracht, die durch LED-Tubes von Markus wunderbar ergänzt wurden. Am Abend haben wir noch über die zukünftige Vereinsstruktur und Ziele vom DMX-Control-Projekt diskutiert. Auch wenn dieses Treffen durch die Euphorie über die DMX-Control 3.0-Version geprägt war, wurde klargestellt, dass die 2X-Linie noch lange Zeit parallel ein wichtiges Produkt bleiben wird. Anschließend haben wir OSC als Theorievortrag und in der Praxis auf Markus Softpult besprochen. Am zweiten Tag hat Jörg die aktuelle Version seines Beamer-Tools vorgestellt. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, jeden Abend eine damit gesteuerte Beamer-Show zu schauen. Der besondere Clou diesmal war die Dreifach-Beamer-Show, da wir genügend Geräte dabei hatten. Im Wiki findet ihr dazu einen Link. An diesem Tag haben wir vorrangig über die Bedienkonzepte von DMX-Control 3.0 diskutiert. 10 Leute haben Ratschläge gegeben und Arne hat implementiert. Dieses Spielchen lief natürlich analog mit Stefan am nächsten Tag ab. Unsere Vereinsaktivitäten erfordern viel Papierkram. Hier ein Teil des Vorstandes beim Unterschreiben der Dokumente. Dann finden wir noch die Teilnehmer des Treffens auf dem Außenbalkon des K14 zum Jahresfoto. Höhepunkt des Tages war der Besuch von Hado Hein, der am Abend einen absolut tollen Workshop über Bühnenbeleuchtung durchgeführt hat. Die DMX-Controller waren dabei, die Stative mit Scheinwerfern in der Hand, die viele Beleuchtungsübungen gemacht haben, frei nach Hados Spruch: Ein Mann, eine Lampe, ein Schatten. Aus der geplanten 1 Stunde sind über 3 geworden, wobei keine Minute langweilig war. Hado hat mit vielen Videobeispielen illustriert, dass auch Shows mit dezent eingesetzten Effekten großartig wirken können. Seine Botschaft war: Man kann Lampen auch ausmachen. Wir haben uns noch ein wenig an Architekturbeleuchtung versucht, aber das Wetter war zu schlecht. Am dritten Tag hat Stefan die vielen kleinen Neuerungen an DMX-Control 2.11 vorgestellt. Sehr interessant ist, dass man die Kommandobox nun auch per Drag and Drop bestücken kann und dass es eine Pack-and-Go-Funktion zum Export der benötigten Files auf einen anderen Rechner geben wird, damit man auf einem fremden Rechner dann hoffentlich immer alles dabei hat. Wir haben ausgiebig das große Platzangebot im K14 genutzt. Wir hatten einen Elektronikbalkon, der meistens von Julian, Michael und Dirk besetzt war. Nachdem Micha einen Elektronik-Grundlagenvortrag gehalten hat, haben sich auch gleich einige Schüler unter den strengen Blicken vieler Lehrer an das Bestücken einer Platine gemacht, um einen Art Node zu bauen. Dieser hat auch tatsächlich den Ersttest bestanden. Auch am dritten Tag hatten wir einen Gast aus dem Profibereich. Karl Böse hat eine Grandma-Light mitgebracht. Mit ihm haben wir parallel bestimmte Lichtstimmungen und Effekten an der Grandma und mit dem DMX-Control 3.0 erzeugt und über die Programmierwege diskutiert. Karls Message war: Ich als Lichtoperator muss mit meiner Steuerung in wenigen Sekunden jeden Wunsch des Regisseurs erfüllen können. Und die Wünsche sind manchmal unschön. Auch hier haben wir wieder sehr viel gelernt und Karl,
Hätte Karl keinen Termin gehabt, hätten wir ihn bestimmt nicht schon um 23 Uhr entlassen. Die folgenden Bilder zeigen einige Dichtstimmungen des Abends. Irgendwie hatten alle den Eindruck, dass das Treffen viel zu kurz war. Vielleicht sollten wir doch mal ein DMX-Control Summer Camp einführen. Wie üblich möchten wir auch den Helferinnen dieses Mal danken, Susanna, Laura und Steffi, die uns sehr tatkräftig unterstützt haben. Ja, nun habt ihr einen Eindruck bekommen, wie das diesjährige Treffen abgelaufen ist. Hier noch ein paar Videosequenzen und dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Ich? Nö. Guck mal, da sind alle. Ja.